Flera timmars tungt regn hade gjort Söderstadions gräsmatta dyngsur och såpal på gränsen till spelbar. Underlaget ställde spelarna på svåra prov och den hasardartade fotbollen inbjöd till en kavalkad av målchanser. Ren parodi på fotboll blev det ofta, som här nere vid Hammarbys straffområde. Söderstadion dränkt i vatten, mer lämpat för vattenpolo den här kvällen. Ständigt lurar spelarna av underlaget. Bollen tvärstannar i vattenpölarna. Erland Hellström i ett simmande ingripande. Häckens målvakt Joakim Olsson ställs på svårare prov. Johan Andersson höll krutet topp i blötan. Joakim Olsson reder ut farligheten. Geht's weiter mit zaghaften Versuchen des FC, der eigentlich in der gewohnten Aufstellung spielte, also auch mit Klaus Allofs, der hier am Ball war. Littbarski, Geilenkirchen. Das war das Rezept, kontern. Andersson, Mannschaftskapitän und einer der gefährlichsten Leute im Mittelfeld. Oh, da hätte er selber probieren sollen. Und Toni Schumacher reagiert richtig, hat vielleicht auch ein bisschen Glück, verstärkten den Druck. Die Mannschaft des 1. FC Köln eine Viertelstunde lang praktisch nur in der Abwehr. Und dann die Riesenmöglichkeit für Olsson. Steiner ist da. Noch einmal Olsson. Da irrt der Toni draußen rum, wehrt ab. Noch einmal Steiner. Anderthalb Minuten vor dem Ende der Partie. Und dann ist wieder Holmberg da, der Spieler mit der Nummer 3. Erzielt die 2:1-Führung für Hammarby. Und das ist zugleich natürlich auch der Endstand. Mit einer knappen 1:2-Niederlage fahren die Spieler des 1. FC Köln wieder nach Hause. Aber da bleiben natürlich noch die Möglichkeiten, das im Rückspiel bei besseren Bodenbedingungen hoffentlich zu korrigieren. Holmberg, der Torschütze. Und mit diesem